Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Isle, der Andosia-Konflikt, die Kinder von Harris-Kampagne. Ich muss gerade mal nachgucken, ob das überhaupt stimmt. Kinder von Harris oder Harris, keine Ahnung. Stimmt aber. Und wir haben die glorreiche Schlacht hier gewonnen. Ihr taktischer Zug hat gerade geendet. Der Rest ist nur noch Aufräumarbeiten. Er wird jetzt damit seinen Infanterieeinheiten vorrücken, aber man sieht schon, wie viel Zweck das hat, wie gefährlich das ist. Oh nein, jetzt habe ich da aus Versehen Schrott zerschossen. Oh Leute, das waren 200 Stahl, die zerschießt man nicht einfach so. Oh, das ist ärgerlich. Naja gut, mach schon nix. Hä? Sekunde mal. Der hat ja immer noch was geladen. Ich dachte, ich hätte hier alles ausgeladen. Was ist denn das für eine Aktion? Ihr taktischer Zug hat gerade begonnen. Das war ohne Witz, der war schon auf dem Rückweg. Der hatte immer noch was geladen. Das ist ja wohl mal... Das geht ja wohl mal gar nicht. Die können sich beide nicht mehr bewegen. Dann setze ich die nochmal auf den Pfad. Laden wir nächste Runde ab. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass der einen Teil seiner Ladung abladen kann und eine Einheit nicht abladen kann. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam, aber gut. Gut, dass ich es noch bemerkt habe. So, okay. Ich wollte schon sagen, bitte nicht den Schrott abschießen. So, hier wollen wir was erforschen? Ach so, wir haben... 1, 2, 3, 4, 5, so. Und Forschung, ja, welche Richtung forschen wir denn jetzt? Ich würde mal sagen, wir machen mal hier Luftwaffe. Und alles, was dazugehört, können wir gleich mal da wegpacken. Damit hätten wir 4. Reicht das? Ja, reichen wird es bestimmt nicht. Ah, fürs Erste wird das reichen, ja. Erstmal reicht das. Dann brauche ich noch 2 davon. Bin mir nicht sicher, ob ich nicht schon 2 davon habe. Nee, hatte ich, glaube ich, noch nicht gebaut. Moment, wo kommen die hin? Die kommen in den Hafen. Sehr gut. Sehr richtig. So, der ist mittlerweile bei 26 von 50. Ich glaube, die... Okay, ein Vulture kommt noch. Der hat, glaube ich, eine Transportgröße von 6. Stimmt das? Jawohl. Und die Artillerieeinheiten haben eine Größe von 8. Das wären 8, 16, 24 für 3 Stück. Das hieß aber... Ja, okay, ja, komm, ich habe 4 Schiffe. Was soll's? Es wird einfach alles so transportiert, wie es kommt. Wo steht der Feind? Ah, okay. Kümmere ich mich mal gerade nochmal hier drum. Okay, ja, man sieht schon, die Sichtweite ist spitze. Da ist noch eine Ant. Interessant. Oh, jetzt wäre ich aber fast in die Falle gegangen. Och nö. Genau, ein Schuss fehlt mir jetzt. Genau der Schuss, der daneben gegangen ist. Na gut. Machen wir den halt nächste Runde fertig. Gerade nochmal checken. Ja, ich bin so haarscharf an der Kante. So. Der muss weg. Und mal gucken, ob ich da noch einen von erwische. Jawohl. Dann hält der einfach mal drauf. Vielleicht kann ich hiermit genug Kollateralschaden machen. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. So, ein Stückchen noch. Machen wir da hinten noch ein bisschen was kaputt. Guter Schuss. Geladen. So, komm an. Ach, da steht noch einer. Guck an. So, ach, ich schieß mal das Ding hier weg. Das stört mich irgendwie gerade. Das steht mir da ein bisschen im Weg. Die Plutons haben eine etwas größere Reichweite als meine Kampfpanzer. Muss ich mit Buggies angreifen? Wo steht der Feind? Okay, das lassen wir mal. Gibt's hier Probleme? Wohl, kann ich mit dem noch... Jawohl, einmal kann ich noch. Auf Ziele. Sehr gut, der kann auch noch einmal, aber ich möchte nicht allzu weit nach vorne. Ich mich gleich wieder zurückziehen möchte. Obwohl, das sind jetzt nur noch leichte Infanteristen, das dürfte eigentlich gar kein Problem sein. Der könnte ein Problem werden, wenn der zu nah rankommt. Der könnte sogar relativ nah rankommen. Moment.
Die haben gar keine schlechte Reichweite. Gar nicht übel. Ja, Commander. So, ein bisschen zurück. Nicht, dass der noch einen Schuss abgeben kann. Kostet doch alles Geld. Beziehungsweise Energie oder Stahl oder was auch immer. Warte mal, warum habe ich das denn nicht aufgesammelt hier? Das ist ja mal fahrlässig. So, sehr schön. Kann ich jetzt schon anfangen, Schrott einzusammeln? Oder soll ich mich da noch ein bisschen zurückhalten mit... Ach, weißt du was? Bisschen was. Na komm. Bisschen was kann ich schon mal einsammeln. Nee. Nichts riskieren. Können wir immer noch einsammeln. Solange die Mission nicht vorbei ist, wird auch kein Schrott verschwinden. Wobei ich es immer noch schade finde, dass nach dem Missionsende tatsächlich der Schrott verschwindet. Das ist so ein bisschen Quatsch. So, Moment. Den brauchen wir auf jeden Fall. Da sollten wir schon mal einen von bauen. Dann sind hier schon die Pulsare in Arbeit. 5 Stück. Können fast ihr eigenes Schiff bekommen. Ihr eigenes Transportschiff. Oh, guck mal, der ist schon voll. 50 von 50. Na dann. Abmarsch. Und los geht's. Jetzt bin ich gespannt, wie lange die brauchen. Für denselben Pfad. So, und wir können schon mal das nächste Transportschiff anschmeißen. So, den wollte ich auswählen. Weiß nicht, warum der das jetzt automatisch gewechselt hatte, aber egal. So, Fabrik für Flugzeuge kommt noch und der Flughafen hier auf der Wirtschaftsinsel. Ah, da muss ich auch nochmal gucken, wo ich den hinbaue. Weil eigentlich ist der Kampf ja im Moment im Norden. Von daher wäre es sinnvoll, den irgendwo nördlich zu bauen, aber ich würde den auch gern hier innerhalb meiner Schutzmauern haben. Ich glaube, hier vorne kommt der hin. Weil ich weiß auch nicht, nachher wird wahrscheinlich der Kampf wieder in die Richtung verlagert werden und dann gucke ich blöd, wenn ich den da ganz am Anfang in den Norden gebaut habe. Aber das kriegen wir schon hin. So. Okay, wir können die Runde wieder beenden. Der taktische Zug hat gerade geendet. Sind, so wie ich das sehe, noch 3 Infanteristen, die hier rumlungern. Aber ich sollte trotzdem ein bisschen... Also ich sollte mal dieses Gebiet hier säubern. Zumindest bis da vorne, dass ich weiß, was da ist oder was da steht. Aber es war schon gar nicht dumm, dass ich hier einen zurückgelassen habe und dass mir keiner in den Rücken fällt. Nur, dass die natürlich nicht auf mein Hauptquartier gegangen sind, sondern auf meinen Verband hier. Macht ja auch Sinn. Na gut. Da scheint nicht mehr viel zu passieren. Ihr taktischer Zug hat gerade begonnen. Sehr gut. Der erste Pulsar ist auch fast fertig. Es geht voran. Es geht sehr gut voran. So, das war der. Dann... Ja, noch einer. Ja, siehst du mal, da lungern nämlich immer noch vereinzelte Fußsoldaten rum, die muss ich alle loswerden. Oh, der hat aber auch wenig Energie hier, warte mal. Da können wir mal gerade Abhilfe schaffen. Okay, ja. Ich würde sagen, es ist fast schon... Ja, jetzt ist es schwierig. Wie gesagt, ich will auf jeden Fall dieses Gebiet hier aufklären und säubern. Muss aber aufpassen, dass er mir hier nicht über den Sumpf kommt auf einmal. Okay, pass auf, ich mach mit dem Kampf... Scheiße. Ich passe aber auch nicht auf. Verdammte Axt. Ja, okay, das war jetzt nicht so viel, aber... Trotzdem dumm. Dumm. Okay. So, mit den Kampfpanzern wollte ich genau das hier machen. Den hier schicke ich als Speer. Okay, die Ant kann mir gestohlen bleiben. Okay, wir klären das Ganze mal ein bisschen weiter auf. Okay, das sieht ganz gut aus, glaube ich. Das heißt, ich kann dahinter... ich nehme mal noch einen Speer mit. Bisschen Angst, dass da von hier noch Fußsoldaten kommen.
So, was wollte ich? Ach ja, ich wollte mit den Buggies, wollte ich mich jetzt hier um die kümmern. So, Nummer der Uno. Ah, ne, muss noch ein Stückchen. So, der zweite und der dritte. Wobei. Das ist für dich. Komm. Wir wünschen, Sir. Der hat ja jetzt schon geschossen. Dann machen wir ihn auch endgültig fertig. Na? Dann geben wir ihm den Gnadenstoß. Habe ich da schon mal Ruhe. Brauche mich da nicht mehr groß drum zu kümmern. Da waren es nur noch zwei, wenn ich das richtig sehe. Die beiden, ne? Ah, okay, Moment. Der braucht noch Energie. Schicke ich gerade mal so. Und... ah, das war's. Mehr kann er sich nicht bewegen. Ich brauche Ziele. Ja, Sir. So, den da oben darf ich nicht vergessen. Genau, und das ist mein nächstes Ziel. Wie mache ich das? Also ich sollte auf jeden Fall gucken, dass ich hier mal den Schrott aufsammle. Wo jetzt gerade ein bisschen Ruhe ist. Ich die Situation so ein bisschen geklärt habe. Genau, die hier hinten darf ich nicht vergessen. Einfach mal ran. Ungezielt. In die Menge geschickt. Der hier. So, die sind da. Herrlich. Herrlich, herrlich. Ran. Ausladen. Das war der eine Buggy, der mir noch gefehlt hat. Und Rückweg, bitte. Und für dich das gleiche. Ran. Ausladen. Checken, ob auch alles raus ist. Ja. Ladeliste 0. Und Rückweg. So. Für euch das gleiche. Einfach mal ungezielt in die Menge geschickt. Ich könnte hier noch nachher einen Pfad für Landeinheiten machen. Muss ich wahrscheinlich auch. Aber im Moment, glaube ich, habe ich das noch alles ganz gut im Blick da hinten. Okay, ja, das sieht jetzt natürlich alles ein bisschen chaotisch aus, wie ich hier rumstehe, aber... Moment, der kann sich noch bewegen. Ist ein Kampfpanzer. Was mache ich denn mit dem? Ah, ich schieße einfach mal hier die... die Dinger noch weg. Ich sage ja, ich will das Gebiet hier säubern. Dazu gehört auch, dass er hier mich nicht mehr ausspähen kann. Dass ich ihn blende oder blind mache. Aber ich glaube, sonst kann sich keiner mehr bewegen, oder? Nee. Den haben wir bewegt, die da hinten haben wir bewegt. Alles super. Ja, die könnten sich natürlich noch bewegen. Jetzt kann ich natürlich mal gucken. Hier wäre der nächste ERP. Okay, dafür will ich aber hier erst noch ein bisschen aufgeräumt haben. Soweit bin ich noch nicht. Also halten wir die erstmal hier. Gut. Okay, dann gucken, dass ich meine Speer positioniert habe. Das sieht ganz gut aus. Von der Sichtweite her, hier habe ich alles abgespäht. Ich würde gerne in die Richtung noch ein bisschen was sehen. So. Und der hier auch. Alles klar. Sieht bisher sauber aus. Da haben wir noch eine Ant. Schicke ich noch mal ein bisschen nach vorne. Alles, was ich brauche. Sehr gut. Läuft. Wie läuft's hier? Zwei haben wir schon gebaut. Zwei Pulsare. Oh, alles reingeschmissen, dann haben wir 36 von 50 schon. Ein Forschungsauftrag wurde abgeschlossen. Das ist sehr schön. Das können wir auch gleich mal bauen. Die Fabrik für Flugzeuge, das müsste die hier sein. Jawohl. Okay, wo ist denn noch Platz? Irgendwo. Aber der Fabrik ist es nun wirklich egal, wo die steht. Die kann man irgendwo hinbasteln. Wo sie denn hinpasst, falls sie irgendwo hinpasst. Hier. Ha, passt. Sehr schön. Sehr gut. So, und danach noch der Flughafen. Wie gesagt, den wollte ich dahin machen. Kriegen wir alles hin. Was mit der Akademie? Warum kann ich hier nichts mehr erforschen?
Ah, okay. Vermutlich, weil ich schon alles erforscht habe. Flugabwehrraketen. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Ach ja, für die Flugabwehrraketen. Für die Abfangjäger, für die Genome. Oh shit, ich habe keinen Edelstahl mehr. Oh, schade. Ah, verdammt. Okay, dann muss noch ein zweites Edelstahlwerk her. Bringt ja nichts. Passt das hier irgendwo? Nee. Ach, es ist so eng hier. Es ist alles viel zu eng. Ja, da passt es noch. Gerade so. Okay, Moment. Dann 1, 2, 3. Moment. 1, 2, 3, 4. Ne, hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann bauen die nämlich jetzt zuerst das hier. Und kommen danach wieder zurück. Der verbraucht natürlich auch Edelstahl. Ups, Moment. Dann muss ich das hier mal ein bisschen im Blick halten. Ich sehe im Moment nur eine von seinen Einheiten. Hier war noch eine Ant. Ach ja, die kommt jetzt auch. Na gut, soll er rankommen. Sonst sehe ich hier nichts und schon gar nichts, was mir gefährlich werden könnte. Gut. So, Edelstahlwerk braucht, glaube ich, keinen Edelstahl, deswegen geht das relativ flott. Zack. Und wir haben trotzdem zu wenig Edelstahl. Weil die verdammten Pulsare so viel Edelstahl verbrauchen. Und die Forschung. Ihr taktischer Zug hat gerade begonnen. Ja, jetzt stecke ich natürlich in einem Dilemma. Ich brauche einerseits die Pulsare, obwohl brauchen ist so eine Sache, aber... Doch, ich brauche sie schon, weil nachher werde ich hier hinten die Artilleriegeschütze zerstören müssen und dafür will ich auf jeden Fall Pulsare haben. Hier werde ich noch klarkommen ohne Artillerie, aber da hinten und im Sumpf will ich auf jeden Fall Artillerie haben. Deswegen sollte das hier schon relativ flott gehen. Ich will aber auch... Na gut, wir schalten mal die Forschung ab. Dann verschiebt sich das mit unseren Flugzeugen halt ein bisschen. Aber wie gesagt, ich glaube, Pulsare sind im Moment ein bisschen wichtiger als Flugzeuge. Weil Flugzeuge auch nicht unwichtig sind, um schnell hin und her zu kommen. Ah, es ist alles, ne? Das ist genau das Dilemma, das ich meine. Okay, warte mal, ich schalte ihn mal so lange ab, bis der hier fertig gebaut hat. Ah, dann geht das ein bisschen schneller. Geht trotzdem nicht so richtig schnell. Ja, weil nur zwei Edelstahlwerke, die kommen nicht so ganz hinterher mit dem Produzieren, fürchte ich. Ich müsste, genau das müsste ich eigentlich erforschen, Edelstahlwerke. Kann ich aber nicht. Okay, kann man nichts machen. Genau, jetzt, aha, hier habe ich ja noch gar nichts gemacht. Habe ich ja noch gar nicht mich bewegt oder irgendwas. So, der sammelt schon mal. Wo ist der andere Magpie? Hier. Der stellt sich mal mitten rein und macht dann hier, haha. Ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Da ist aber leider kein Edelstahl dabei, habe ich gerade schon gedacht, jetzt bringt die ja richtig was. Nee, leider nur Stahl. Ist auch schon nicht verkehrt, möchte mich da nicht beschweren oder so, aber... Edelstahl ist halt im Moment ein bisschen Mangelware. So, hier oben stand, genau, da war der Infanterist. Gucken, ob ich den hier loswerden kann. Okay, das war's für den. Dann checke ich mal diese Ecke hier. Okay, da scheint niemand zu sein. Ach, hier ist noch... Ah ja, das... ich mich gerade gewundert, dass da Schrott rumliegt. Ja, das habe ich gerade produziert, sozusagen. Ich gerade abgeschossen, den ERP. Gut, zurück. Ja, man merkt schon, ich werde gerade ein bisschen unvorsichtig. Ich habe jetzt im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass ich dieses Gebiet hier relativ gut unter Kontrolle habe. Hoffentlich täusche ich mich nicht. Hoffentlich wartet hier nicht auf irgendeine Überraschung auf mich. Genau. Gut, ist jetzt nicht so schlimm, aber das dachte ich mir, dass da noch irgendwas auf mich wartet. Gut, oder auch nicht. Mit dem hier... Ach, Mist. Das noch wegschießen? Ja,
aber nur einen Schuss, das reicht nicht. Der hat alles aufgesammelt. Jawohl, keine Bewegungspunkte mehr. Und der kümmert sich jetzt mal hier um den. So. War zwar nicht wirklich gefährlich, aber hat mich gestört. Alles klar, dann... machen wir erstmal den hier weg. Können uns danach um den... die Gatling-Gun da vorne kümmern. Ja, ist das Problem. Im Moment habe ich kein so wirkliches Ziel. Also ich will halt, wie gesagt, das Gebiet säubern, muss aber im Endeffekt in diese Richtung abziehen. Deswegen verteile ich mich im Moment so ein bisschen. Das ist halt immer gefährlich. Gibt's hier Probleme? Das ist immer gefährlich, sich so zu zerstreuen. Fehlt hier nicht noch irgendeine Einheit? Nee. Okay, die kommen dahin. Sind auf dem Weg. Wunderbar. Ist schon das nächste Schiff im Anmarsch? Ne, die sind auf dem Rückweg. Und mein Alligator, mein Spider, jetzt verwechsel ich die schon. Spider kommt. Ich glaube, so viel schneller ist der noch gar nicht. Ich glaube, man muss den erst ein bisschen weiter erforschen, bis der so wirklich schnell wird. Und das kann ich ja noch nicht. So, den stelle ich mal daneben. Okay, die beiden bleiben einfach mal hier. Falls was kommt, dann weiß ich wenigstens Bescheid. Kann mich dann dementsprechend zurückziehen und neu formieren. Aber im Moment sieht das sehr ruhig aus. So, ich schicke den mal mit, falls da vorne irgendwelche Infanterieeinheiten noch auf mich warten. Sieht aber gut aus. So, Moment, der kann bis da schießen. Dann ja, sehr gut, passt perfekt. Auch perfekt und einfach daneben. Aha, ach du Scheiße. Scheiße. Ah, noch ein Kampfpanzer. Okay, dann brauche ich den hier. Mit dem Spähwagen sollten die beiden eigentlich fertig werden. Hm. Okay, den Buggy haben wir noch. Den will ich da haben für den Kampfpanzer. Die können gegen Kampfpanzer eh nichts ausrichten. Hier, die haben wir noch. Oh, das sind auch nur Rangers. Sie wünschen, Sir. Das sind nur Ranger. Moment, dann stelle ich aber einen noch mit hier hin. Dass der so ein bisschen die Sache im Blick hat. Moment, ich sehe gerade, dass die relativ viel Energie schon verloren haben. Auf dem kurzen Weg von da hinten nach hier. Und der hier hat auch nicht mehr... Das ist erstaunlich, wie schnell die hier Energie verlieren. Aber gut. Okay, ja, das ist genau das Problem. Hier sind überall versprengte, verteilte Einheiten. Einzelne hoffe ich. Ich hoffe mal, dass der nicht irgendwie noch einen Verband dahinter sich hat. Dann bin ich mal gespannt. Wie sieht's hier aus? Die Fabrik ist fertig, dann können wir weiter die Pulsare produzieren. Ja, die können im Moment halt nichts bauen, außer diese Hubschrauber. Deswegen war es eigentlich Quatsch, jetzt schon diese Fabrik zu bauen, aber egal. So, danach werden wir... Ah, Flugabwehrpanzer, auch sehr wichtig. Nur noch eine Minute. Ich dachte, hiermit könnte ich die Jäger bauen, aber erstmal nur die Flugabwehrpanzer. Ist aber auch schon sehr, sehr wichtig. Genau, die werden auch dann als nächstes erforscht. Achso, Moment, Forschung kann ich auch wieder einschalten. Hatte ich ja aus Versehen... Was heißt aus Versehen? Hatte ich ja pausiert. War schon Absicht, aber... jetzt nicht mehr so wirklich Sinn. Ja, hier kommen die Pulsare noch rein. Mach mal voran. 3 Stück fehlen uns noch. Gut, kriegen wir in dieser Runde aber eh nicht fertig. Dann mache ich hier mal Zugende. Gleich. Ich sehe nämlich gerade, die Folge ist schon wieder vorbei. Und in der nächsten Folge sehen wir dann, was er hier mit seinen Einheiten macht. Ob er angreift, ob er da noch Verbände dahinter hat, ob ich Probleme bekomme oder ob es mal wieder viel zu einfach wird. Schauen wir mal. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.